Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe für euch heute ein neues Unboxing vorbereitet. Es handelt sich hierbei um die Truck Walker Edition von The Walking Dead Season 6. Und wie ihr sehen könnt, natürlich als Limited-Version. Allerdings ist dies hier nicht die deutsche VÖ, sondern es handelt sich hierbei um die spanische VÖ. Ja, ich habe nun sehr, sehr lange darauf gewartet und mir überlegt, kaufe ich mir die deutsche Version, ja, nein, oder kaufe ich mir eine aus dem Ausland, weil die ausländische einfach von den Preisen her bezahlbar ist und die deutsche VÖ ist ja mittlerweile schon über 150 Euro hoch. Also ich habe jetzt schon welche gesehen, die kosten 300, 200. Und ich muss sagen, für so eine kleine Edition wie die Truck Walker Edition sage ich mir ganz klar nein. Im Endeffekt, wenn ihr das jetzt so seht, fällt das gar nicht auf, ob das eine spanische, italienische oder deutsche Version ist. Es ist halt nur der Karton, wie ihr hier sehen könnt, ne, mit der spanischen Schrift. Und halt auch hat diese Disc oder die CDs haben keine deutsche Tonspur. Ist mir aber egal, weil es mir um die Figur geht und die halt natürlich auch identisch ist mit der deutschen Version. Ja, die sogenannte Truck Walker Edition ist ja aus dem sechsten Teil. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wo der LKW den Zombie hier eingequetscht hat. Und das simuliert oder stellt dieses Diorama eigentlich dar. Und wie gesagt, ich werde mir noch die deutschen VÖs kaufen. Aber ich finde die eigentlich so vom Aussehen sehr cool, ist für mich aber persönlich so ein bisschen die mitschlechteste VÖ von dieser Figur. Sie sieht cool aus, aber war so ein bisschen wie diese Asphalt Walking oder Asphalt Walk Edition von Season 5, glaube ich, oder Season 5. Und war halt nichts Besonderes. Die Aquarium Edition war geil. Die die erste Edition aus Amerika war geil mit dem Schraubenzieher im Auge. Dann natürlich die Tree Walker Edition, wo der Zombie aus dem Baum rausschaut da oder rausgewachsen ist praktisch schon, war auch cool. Ja, und das ist jetzt von AMC die aktuellste Geschichte hier. Die Truck Walker Edition, und ich gehe mal kurz ein bisschen näher ran, ein bisschen mehr Licht in die ganze Sache, und es ist schon von den Details cool gemacht. Der Zombie hier in der Kette, die Kette ist auch beweglich, streckt die Arme raus und hier kommen die ganzen Eingeweiden raus, ne? Natürlich auch hier das mit dem LKW, mit dem Reifen, das sieht schon cool aus, ja, aber ist halt, meine Hand daneben ist halt sehr klein, ist halt von der Größe her wie die Asphalt Walk Edition, nenne ich die jetzt, ich glaube die heißt auch wirklich so, und hier ist natürlich dann auch die Blu-ray-Staffel drin. Ich lasse das so zusammen, mir stört das nicht, wenn das jetzt auf Spanisch ist. Und wie gesagt, ich werde ja noch die deutschen Discs bekommen, die werde ich mir in den nächsten Tagen zulegen. Wir haben hier wirklich sehr viele Discs, insgesamt 5 Blu-rays, 6 DVDs mit drin, ist halt immer Blu-ray und DVDs. Und es ist schon cool gemacht, wie bei den anderen halt immer auch auf Deutsch, sehr viel. Wir haben hier, nochmal Negan zu sehen, ein Flyer, Fox, und hier sind die ganzen Editionen. Oh, hier fällt schon alles raus. Oh, Disc 1, dann extra Bonus. Ja, muss man gerade mal gucken, wie man das hier überhaupt reinmacht. Und ich glaube, das muss eins runter. Ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, genau. Und dann die hier drin noch. So, jetzt haben wir wieder alles drin. Sieht dann halt im Endeffekt so aus, ne? So. Ja, es ist cool, auf jeden Fall. Und ja, das wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen. Die Truck Walker Edition. Ich habe ja bisher alle The Walking Dead Sondereditionen geunboxed und dann mache ich das natürlich auch. So. Ich hoffe, euch gefällt die Edition. Diese Geschichte habe ich hier weit unter 100 Euro bekommen und deswegen war das für mich auch der letztendliche Kaufargument, mir diese Edition zuzulegen von The Walking Dead als Truck Walker oder Truck Walk Edition zuzulegen. Und das war dann der Preis, der dann letztendlich gesagt hat, okay, kaufe ich mir. So. Ich wünsche euch alles Gute,
Wir sehen uns bei meinem nächsten Video und macht das gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschö, tschö.